Ja, hallo, grüß euch. Ich wollte euch noch mal ganz kurz entführen zu meinem Bitcoin, zu meiner Bitcoin-Strategie und Chart und letztendlich, dass ich ja hier unten bei 6050, ich zeige es euch gleich im Coinbase, weil ich nutze Coinbase. Ja, vorgestern, glaube ich, war das oder vorvorgestern, das sind ja Dollar. Und bei Euro sind es 6050 gewesen. Letztendlich in dieser Zone hier. Dieser Broker, der bildet leider Echtzeit, aber nur Dollar Bitcoin ab und nicht Euro Bitcoin, was ich ein bisschen schade finde. Aber es ist halt ein amerikanisches Ding. Letztendlich hier nochmal ja, eine Order. Und damit eben sozusagen mein Cost Average wieder etwas gesunken, weil ich hatte ja bei 7100 Euro, ja, und 7500. Ich möchte euch mal ganz transparent einfach hier zeigen mit Coinbase. Ich muss jetzt sogar nur schauen, ist da irgendwas drauf, irgendwelche Kontonummern oder irgendwas, was man nicht zeigen sollte im Internet. Nee, ist nichts drauf. Okay, dann ziehe ich das Ding mal rüber. Also die zwei wichtigsten Punkte, ja, nochmal. Was Bitcoin betrifft, auch Lesson Learned. Ja, mich hat ja auch irgend so ein alter Freund oder in Anführungsstrichen Kollege mal genau 2017 überzeugt, dass ich auch 500 € investieren soll in Bitcoin. Und dann habe ich ja natürlich auch gleich ein bisschen mehr investiert und genau zum falschen Zeitpunkt damals. Und dann ist es runter und dann, ja, also es ist ein bisschen schief gelaufen und man sollte eben sich erst informieren und dann investieren. Ne? Und auch mit einer anderen Strategie, und zwar die, die ich jetzt mache. Und das ist einfach zwei Punkte. Time Horizon, ja, also Langfristigkeit, ja, 3 bis 5 Jahre. Und Menge, ja, einfach nicht, also mit Beträgen hantieren, die dir quasi gleichgültig sind. Also die so klein sind, dass sie dir gleichgültig sind. Und beim Thema Bitcoin ist es eben genau der vernünftigste, der einzigste Approach für dich als normaler privater Anleger oder Mensch oder Bürger oder Trader halt. Ne? Also hier fehlt, das war am 24. Oktober um 6:14 Uhr morgens, also es ist immer gut. Und da hat sie genau um 6.050, ne? Und also eigentlich der ideale Kauflimit, ne, weil wir sind jetzt da drüber. Das ist nur ganz kurz runtergedippt auf 6000 und dann wieder rauf. Und hier eben meine anderen zwei Käufe in diesem Timeframe. Das, was ich davor gemacht habe, da habe ich einfach einen Strich drunter gezogen, sozusagen mit dem Prinzip Sunk-Cost arbeite ich dort. Da mache ich vielleicht nochmal ein extra Video drüber. Da gibt es auch von coole Bücher drüber von Ray Dalio und irgendwelche Hedgefondsmanager und so weiter, ja, alle möglichen Trillionäre und Millionäre und Milliardäre, was Sunk-Kosten sind. Das heißt, wenn du mal einen Fehler gemacht hast und hast halt in die Scheiße gelangt, ja, dass du dann auch wirklich da dann Strich drunter machst und nicht immer wieder sozusagen die Negativerfahrungen aus der Vergangenheit in dein Hier und Jetzt reinziehst, weil du dann einfach wieder und wieder scheiße Entscheidungen triffst, aufgrund nur auf dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, obwohl du eigentlich dich weiterentwickelt hast, dich trotzdem deine Erfahrungen ne also, negativ in der Vergangenheit negativ beeinflussen in der Gegenwart und damit in der Zukunft. Also Sunk-Cost-Prinzip in der Nutshell, also ganz kurz und knapp erklärt. Also das ist das, was ich so jetzt sozusagen seitdem mache, jetzt neu. Und das sind eben die drei. Also damit habe ich jetzt wieder einen Einstieg. Wir sind jetzt bei 6.400 € oder irgendwas, ja. Und somit, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ja, das sind die Filt, ne? Und immer nur so Popelbeträge, ja, du siehst hier 300 €, 300 €, 0,05, ja, und Open hier eben, also, wenn das Ding jetzt noch weiter runter geht, und jetzt sind wir mal wieder kurz zurück beim Chart, ja, das heißt, oder wir machen beides hier so ein bisschen, wenn das Ding eben hier weiter runter gehen sollte, sprich in diese Zone, in diese Widerstandszone, die ich ja bei meinem letzten Video, ich verlinke euch das Video nochmal hier unten und oben, sozusagen runtertippt, na, dann juckt mich das überhaupt nicht, weil, beziehungsweise in diese Zone hier oder diese Zone, ja, darunter ist natürlich dann noch diese Zone und
Und wenn es dann darunter geht, naja, dann könnte es auch auf Null gehen, aber deswegen operieren wir ja mit diesen Minimumbeträgen, ne? Und mit den Mini-Beträgen. Und von so gesehen, jetzt ziehe ich das nochmal kurz her, hier volle Transparenz, habe ich eben bei 4.500, bei 3.500, bei 3.200, bei 5.200, ja, also bei 5.200, das wäre dann hier ungefähr, ja, oder hier so bei dollarmäßig ist es ungefähr bei 5.8, 5.7, und dann zieht das hier nochmal ein paar Käufe nach, und wenn es eben wieder rauf geht, dann geht es eben wieder rauf, dann habe ich gut eingekauft bei 6.050, wie man es hier sieht. Fällt. Ne? Also, ich denke mal von der Transparenz her alles super. Ja, und ja, das war es eigentlich soweit schon wieder für nochmal als Zugabe hier bezüglich ganz konkreten Strategien, wo ich eben meine Kauforders hier sitzen habe und wie ich überhaupt mit dem Thema Bitcoin umgehe. Ich möchte auf jeden Fall mit dabei sein, weil wenn das Ding wirklich auf 100.000 geht, dann das sind halt einfach meine 1.000 dann mal eben kurz 15.000 wert, und das ist auch okay, ne? Wenn du jetzt sagen mit 1.000 dabei bist. Ich bin jetzt etwas mehr dabei, aber insgesamt hast du ja gerade gesehen. Okay, und dann eventuell natürlich schauen, was die nächsten Wochen, Monate mit sich bringen, ja. Es kann sein, dass ich natürlich, wenn jetzt das Ding immer nur zwischen hier dazwischen ständig sich bewegt für Monate lang, dass ich hier unten einfach die Kauforders zum Beispiel einkaufe oder nehme und hier wieder raufsetze, ne? Wenn ich was übrig habe an Geld und so weiter. Okay, das soll es gewesen sein, und dann bis zum nächsten Mal zum Thema Bitcoin. Ist wie gesagt hier nochmal abschließend Time Horizon, also die Länge, Zeitraum sehr wichtig, auf jeden Fall mittelfristig 3 bis 5 Jahre, und es ist da auf jeden Fall der falsche Markt für kurzfristiges Gezocke, und selbst für 6, 8 Monate oder 12 Monate ist es eigentlich letztendlich der falsche Markt, ja. Viel zu unberechenbar. Und das zweite war ja Minimalbeträge, und hier nochmal kurz abschließend ein Beispiel vom Investmentpunk. Ich denke, Investmentpunk, den kennt wohl jeder von euch. Und der hat gesagt, ich habe Bitcoin, das war auch, wo es relativ hoch war, ich glaube bei so bei 10.000 oder ich möchte mich jetzt nicht festlegen, irgendwo ist er eingestiegen und hat gesagt, ich steige ein, aber nur mit Pocket Money. Also quasi Geld, das ich auch in einer Nacht verbrennen würde. Ja? Also Geld, das mich absolut null juckt. Ja? Und das habe ich mir auch als Maxime, also das ist einfach die richtige Herangehensweise. Laut dem Vortrag, wo ich das gehört habe, das ist jetzt über ein Jahr her oder 2 Jahre schon wieder, beim Investmentpunk hat er eben gesagt, dass er damals also mit 30.000 Euro rein ist. Also für einen Investmentpunk sind 30.000 Euro ungefähr das, was für mich, ja, ich würde mal sagen, 300 Euro sind, ja, oder 3.000 Euro, ja. Wäre dann theoretisch schon zu viel, also weil der Investmentpunk. Es hat ungefähr Nettovermögen momentan, ich schätze mal zwischen 20 und 30 Millionen. Ja. Also von daher ist es natürlich für ihn sind 30.000 Euro so viel wert wie für manchen anderen 300 Euro oder 3.000 oder 30 oder ja. Okay, also einfach nur ein Zahlenspiel, um deine Psychologie einfach intakt zu halten, denn das. Also wenn es einen Markt gibt, wo Psychologie eine Rolle spielt, dann ist es der Bitcoin, ja, auf alle Fälle. Wenn du da als Gewinner rausgehen willst. Okay, das soll es gewesen sein in diesem Sinne. Schaut, abonniert meinen Kanal, wenn ihr sonst meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Oder wenn euch das jetzt auch ein bisschen zum Thema Strategie, Psychologie, heiße Märkte, Bitcoin weitergeholfen hat, dann gib mir doch dem Video mal einen Daumen hoch, weil ich habe ganz viele nette Kommentare teilweise, aber es scheint, dass niemand von denen einen Daumen hoch gibt. Finde ich ein bisschen traurig. Also würde mich echt freuen, und dann freue ich mich auch aufs nächste Video schon wieder mit euch. Und dann geht es nochmal um die Disney-Aktie, schon mal vorweg, ja, weil da möchte ich auch noch einiges dazu sagen. Das ist nämlich genauso gelaufen ungefähr, wie ich es mir gedacht habe. Das passiert auch nicht immer. Und dann freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Daumen hoch. Ciao.